Die Tourismusschulen Salzburg sind eine Einrichtung der Salzburger Wirtschaftskammer und zählen zu den Top-Ausbildnern im ganzen Bundesland. Kein Wunder also, dass an Tagen der offenen Tür immer ein großer Andrang herrscht. So war es auch in Bad Hofgastein, wo ein buntes Programm geboten wurde. Wer im Bereich Hotel, Gastronomie und Gesundheitsmanagement etwas erreichen will, setzt mit der Absolvierung der Tourismusschule Bad Hofgastein ein hervorragendes Fundament. Davon konnte man sich am 14. Dezember live vor Ort überzeugen, standen an diesem Tag doch alle Türen offen. Zudem gab es ein buntes Programm mit Präsentation der Schuluniformen, Kochvorführungen und noch viele mehr. Wir bieten drei Schultypen an. Einerseits unsere dreijährige Hotelfachschule, ist die klassische Ausbildung. 3 Jahre mit Schwerpunkt Hotel und Gastronomie, mit Winterpraktikum und einem sehr starken Praxisbezug. Also Käsekenner-Ausbildung, Jungsommelier-Ausbildung, Kaffeekenner-Ausbildung und auch Barkeeper-Ausbildung. All das wird in der dreijährigen Hotelfachschule angeboten, gemeinsam noch mit einer zweiten lebenden Fremdsprache, da Fremdsprachen ja im Tourismus sehr wichtig sind. Ein weiteres Standbein ist unsere 5-jährige höhere Lehranstalt für Tourismus, Ausbildungsschwerpunkt Hotelmanagement und Gesundheitstourismus. Der dritte mögliche Ausbildungsweg der Tourismusschule Bad Hofgastein ist dann noch die Skihotelfachschule, eine Kombination aus Hotelfachschule und professionellem Training im Bereich des alpinen Skirennsports. Besonderheiten bei uns ist sicherlich die ganze Infrastruktur. Wir haben die Lifte gleich vor dem Haus, also es gibt eine sehr enge Kooperation mit den Bergbahnen. Die Lifte sind 2 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das ganze Schulgebäude ist neu. Die ganze Infrastruktur in der Schule im konditionellen Bereich ist dadurch tiptop ausgestattet. Und was uns natürlich auch ausmacht, ist die Infrastruktur mit den Trainern. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit den Landesverbänden zusammen. Wir haben insgesamt 5 Landestrainer bzw. ÖSV-Trainer, die bei uns an der Schule auch als Trainer tätig sind. Dieses System hat schon einige erfolgreiche Sportler hervorgebracht. Denn so klingende Namen wie Anna Fenninger, Marcel Hirscher oder Philipp Schörkhofer sind Absolventen der Skihotelfachschule Bad Hofgastein. Erfolgreiche Absolventen haben aber auch die anderen Zweige zu bieten. Zum Beispiel 2 Haubenkoch Vitus Winkler vom Sonnenhof in St. Veit. Man hat alle Bereiche kennengelernt, egal ob es Koch, Kellner, Rezeption. Manche Sachen macht man nicht so gerne, aber es ist gut, dass man überall reinschnuppern kann. Und ob man jetzt in der Gastronomie bleibt oder nicht, ich glaube, es ist eine sehr gute Schule für andere Sparten auch. Der intensive Praxisbezug während der gesamten Ausbildung wurde bereits mehrmals angesprochen. Höhepunkt dabei ist sicher die einzigartige Kooperation mit dem 5-Sterne-Grand-Park-Hotel direkt neben der Schule. Die Schüler, die werden hier in der Schule ausgebildet, gehen dann rüber ins Hotel und haben im Hotel wichtige Aufgaben. Sie arbeiten direkt am 5-Sterne-Gast, was natürlich in sich ein Problem darstellt, weil der 5-Sterne-Gast bezahlt ja nicht wenig und der 5-Sterne-Gast erwartet sich Qualität. Schüler hin oder her. Man hat gesehen, wie sie auch unter Druck, wie professionell sie agieren, wie gut sie sind, wie zufrieden die Gäste sind und wie perfekt eigentlich alles schon abläuft, obwohl sie noch nicht in die Praxis gehen, sondern das erst in 2-3 Jahren machen. Am Tag der offenen Tür konnten sich die Interessenten von diesen vielen Vorteilen selbst ein Bild machen und die Schule hinterließ dabei scheinbar einen sehr guten Eindruck. Also wenn sie da herkommt, dann ist sie sicher gut aufgestellt auch für die weitere Zukunft und das ist einfach das, was man sich wünscht, dass sie eine gute Ausbildung haben und einfach weltoffen und auch praxisbezogen ausgebildet werden. Und du würdest dich auch freuen, wenn du hierher gehen dürftest? Ja. Fällt dir so an der Schule? Ja, eigentlich alles, aber am besten eigentlich die Küche. Und also im Turnsaal noch nie ganz gesehen, aber was ich gesehen habe, war schon cool. Der Tag der offenen Tür war also wieder ein voller Erfolg. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis die Tourismusschule Bad Hofgastein den nächsten Haubenkoch oder den nächsten Skisuperstar herausbringt.